Willkommen zum heutigen Tutorial. Was soll ich sagen? Jeder kennt ihn. VT175, VT1816. Ein wunderschönes Teil von Kato. Wenn da nicht, ja wenn da nicht. Jeder kennt es. Jeder mag es. Die Faltenbälge, die aussehen wie Kupplung. Funktionieren nach rechts, funktionieren nach links. Aber dann. Wie kann das sein? Das darf doch nicht sein. Wir nehmen es und es klickt ein. Und doch fallen die Dinger wieder raus. Was ist da los? Was kann da passieren? Nun ja, ich mache euch mal den ersten Waggon auf und dann schauen wir uns das mal von innen an.